Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir machen gerade ein kleines Ding mit dem Garten. Das ist unser neuer Garten. Ist ja nicht schön, ist ja nicht beautiful. Dann noch schön gesichert hier mit dieser Hatch, dieser Metal. Geilen, total super aussehenden Metal-Dings. Wenn ich dich da kurz korrigieren darf, das ist eine Vault-Hatch. Ja, okay. Also für die, die danach gucken wollen, das Ding heißt Vault-Hatch. Hallo. Wenn du Hatch eingibst, dann finden wir es nicht? Doch, glaub schon. Da bin ich ja gut. Ich auch. Weil, dann habe ich doch das Richtige gebaut. Vault-Hatch-Arbeit. Ja, oh, es ist verdammt dunkel ohne Licht hier auf der Mauer. Auf der Lauer. Wie sieht's eigentlich aus mit Fackeln? Ich habe, glaube ich, keine mehr. Aber du hast noch Fett gebaut, ne? Ich habe ganz viel Fett aufgebaut. Du bist auch irgendwie schlanker geworden. Dankeschön, du auch. Gibst du einen Zusammenhang? Ja. Oh, da fällt mir, ich muss mal wieder Fight Club gucken. Fette Beute. Fette Beute. Du, das ist ja die letzte Aufnahme für dieses Jahr, ne? Ja, hat er schon mal erwähnt, so, ne? Ja, ich habe übrigens 3 Honig gefunden, um mal jetzt irgendwie geschenkt abzulenken. Also, ich möchte die Gelegenheit ganz kurz nutzen, weil gestern war mein Cousin hier und wir haben so ein bisschen wir haben früher sehr viel mehr gezockt und dann haben wir uns gedacht, wir zocken mal wieder und dann haben wir gestern gezockt. Und wir haben sehr viel VR gezockt und auch Horrorzeug gezockt. Zocken ist ein sehr wichtiges Wort in meinem Leben. Ja, manche nennen das ja Spielen. Ja, ich weiß nicht, Spielen bin ich entwachsen irgendwie. Ich finde sowieso, man müsste den Spielen ein anderes Wort, einen anderen Namen geben, weil Spiele... Wie wär's mit Games? Oh, gut. Und die Leute, die das dann konsumieren, sind dann Gamer. Oder gay. Gay. Es gibt ja die Community der Gay mehr, ne? Also der schwulen Spiele. Die nennen sich dann halt wirklich Gamer. Ja, worauf ich hinaus wollte, wir haben die Resident Evil 7 Demo, die kann man mittlerweile ja mit VR spielen auch. Das ging vorher irgendwie nicht. Und jetzt mit dem Mitternachts-Update kann man das Ding dann auch in VR spielen. Das ist echt unheimlich. Alter, ist das unheimlich. Also ich habe ja vor Resident Evil 7 als VR zu Let's Playen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Habe ich das wirklich vor? Also, oder ob ich das durchziehen werde. Okay. Das klingt so, als hättest du da eine Menge Spaß dran. Definiere Spaß. Ich habe eine ganze Menge Angst. Ja, aber das ist doch das, was du wolltest, oder nicht? Das ist ja das Bekloppte. Das ist exakt das, was ich wollte. Ich finde das geil. Ich weiß nicht, ich habe ja Here They Lie, habe ich ja 3 Folgen aufgenommen, ne? Ist ja auch VR-Horrorspiel. Alter, das ist... Ich habe seitdem auch noch nicht wieder weitergespielt, deswegen gibt es auch noch nicht weitere Folgen. Aber es ist so krass, es ist so krass. Und dann guckst du dir das an in der Aufnahme und denkst, was hat er denn? Was will er denn? Ist doch was. Ne? Weil das halt einfach nicht so rüberkommt. Mhm. Es ist einfach... Oh. Dann habe ich ihn Batman durchspielen lassen in VR. Und er hat genauso reagiert, wie ich erhofft hatte. Nämlich mit Angst. Die Stelle habe ich dir damals leider gar nicht gezeigt. Okay. Aber jetzt sind wir da gar nicht gekommen. Aber es gibt halt eine Stelle, wo du extrem ein bisschen gruseliger ist. Und es war schön. War schön, ihn zu beobachten. Ja, das ist halt die große Stärke. Und ich hoffe ja, dass es irgendwie... Dass es irgendwie besser wird mit dem, auch mit dem, wie sich das dann halt verteilt, ne? Wie sich das verteilt? Mhm. Weißt du? Verkauft oder was? Ja. Also, weiß ich gar nicht. Ja, muss ich ja erstmal irgendwie verteilen, damit das halt irgendwie auch genug, damit sich das für die Studios dann halt irgendwie auch lohnt, wirklich richtige Games zu machen. Weil ich, also, es gibt vielleicht die eine oder andere Ausnahme, aber das meiste, das ist doch irgendwie mehr so. Minigames. Ja, das ist mehr so so eine Präsentation, was VR kann. Genau, ja. Wo sich, ne, so, und da ist dann einfach mehr verdient. Ja.
Aber ja, wie du sagst, ne, die Basis muss halt geschaffen werden, damit die Leute sich das auch kaufen können. Ja, vorher genau. Werden die Studios nicht richtig Geld in die Hand nehmen. Deswegen bin ich ja so gespannt auf Resident Evil, weil das halt das erste, für mich, das erste richtige Spiel sein wird mit Spielmechaniken, mit durch die Gegend laufen. Wobei ich da schon gemerkt habe in der Demo, da muss ich mir an den Einstellungen ein bisschen was rumschrauben, damit mir nicht schlecht wird, weil das ist schon, puh. Okay. Also das irgendwie 2-3 Stunden am Stück zocken, wird glaube ich nichts. Ja, dass dieser Schlechtheitsfaktor, dieser Moving Sickness. Ja. Oh, das ist natürlich noch so ein Punkt, ne? Ich meine, als ich dir die Brille gezeigt habe und du Batman gespielt hattest, da hatten wir dann das Problem, ich hatte die Kamera nicht richtig eingestellt und dadurch hattest du ab und zu mal so ein Springen im Bild. Ja. Hat das bei dir Unwohlsein vorgerufen? Nö, aber ich scheine da jetzt auch nicht so empfindlich zu sein. Echt? Okay. Was wir dann auch noch gemacht haben, mein Cousin und ich, Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wäre das jetzt öfter gekommen, ne? Also wäre das jetzt irgendwie öfter hintereinander passiert. Ja. Aber so war es vereinzelt und das war in Ordnung. Ging noch, ne? Ja, ich glaube, wenn das so wirklich Dauerschleife quasi am Rumzittern ist, ich glaube, dann ist schon heftig. Ja. Ne, aber wir haben Weeping Doll gespielt, was auch so ein kleines Indie-VR-Spiel ist, was irgendwie krass abgewatscht wird. Also wenn du dann nach Reviews guckst, dann wird überall geschrieben, nicht kaufen, nicht kaufen. Weiß ich nicht, ich fand das jetzt, ich glaube, ich habe 5 Euro bezahlt oder so, das kann man machen. Also haben wir dann die Idee gehabt, einer setzt sich die Brille auf und der andere steuert. Wo ich dann erst dachte, alter Schwede, das kannst du nicht machen, da wirst du einfach direkt kotzen, ne? Mhm. Weeping Doll hat eine Steuermechanik, die ein bisschen anders ist. Also du schickst im Grunde deinen Charakter, du schickst so eine, wie soll man das denn nennen? So einen Geist, sage ich jetzt einfach mal, durch den Raum und kannst damit die Position bestimmen, wo du als nächstes auftauchen wirst. Und drückst mit X zum Bestätigen und dann tauchst du da auf. Und dadurch ging das dann eigentlich. Also mein Cousin hat gesteuert, ich hatte die Brille auf und das war irgendwie ganz geil. Das hat dem Ganzen dann nochmal, das ist auch so ein bisschen Horror, das Spiel. So Thriller-mäßig. Und das war irgendwie witzig. Ja, aber ich stelle mir auch irgendwie zum Beispiel Just Cause 3, ne? Da hast du ja irgendwie, da hast du so ein Fahrzeug, der eine fährt, der andere sitzt an der MG und das im VR. Stell ich mir einfach nur geil vor. Ja. Das hat so viel Potenzial, dass wenn sie das richtig nutzen und das irgendwie auch durchstartet. Ja, und wenn sie halt irgendwie die Schwächen halt in den Griff kriegen, die Hardware-Schwächen halt. Denn das ist halt, ja. Ja, es ist optisch immer noch nicht schön. Es ist okay. Ich meine, es ist halt, es scheint zum Beispiel völlig unmöglich zu sein, in sowas in Open World zu machen. Rein ja, technisch. Also, ja. Also das bei Minecraft scheint es wohl noch zu gehen, aber ja. Es scheint völlig auszuschlossen, zum Beispiel rein technisch zu sein, irgendwie ein GTA zu machen in VR. Ja, es wäre bestimmt möglich, aber dann mit ordentlich Einschränkungen, ne? Mit einer Weitsicht von 2 Metern, mit Pop-Ende, mit ohne Textur sozusagen. Ja. Also ich gehe jetzt von der Playstation aus. Ne? Ja von gut, der okay, alles klar. Nee, da sind wir uns einig. Also da ist es irgendwie mit Einschränkung, klar. Ja, ja. Was am PC so geht, keine Ahnung. Da dürfte einiges mehr gehen. Aber angeblich ist ja die HTC Vive jetzt schon gefloppt. Was auch so eine Aussage ist. Ich denke, ja, okay. Alles Jahr auf dem Markt sein oder ein Jahr jetzt oder was, ist gefloppt. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Es gibt ja einige Spiele auch. Und aber das jetzt mit dem Verkauf hat wohl nicht so gut geklappt. Ich weiß es nicht genau. Ja, keine Ahnung. Aber es ist jetzt auch irgendwie. Ich weiß nicht, was das Ziel war von Warworld. Also ich kann mir nicht zum Beispiel vorstellen, dass sie jetzt, dass deren Ziel war, dass sie halt jetzt den Massenmarkt bedienen, ne? Ja, das glaube ich auch nicht. Sondern ich glaube, die hatten einfach Entwicklern einfach ein Experiment zu geben. Damit sie halt irgendwie daran halt entwickeln können. Aber Entwickler brauchen noch eine Plattform, um zu wissen, dass es da verkauft werden kann. Entwickeln ist jetzt ja nicht umsonst.
Nee, Entwickler brauchen halt irgendwie Zeug zum Entwickeln. Ja, klar, natürlich brauchen sie. Aber was entwickeln sie denn Plattform, dann? Aber das, ich meine, die PC-Plattform ist ja nach wie vor da. Die ist ja jetzt nicht weg. Ja, aber du brauchst doch aber, ja, aber die Brille ist ja nicht so verbreitet. Sondern also, wenn die sich nicht verbreitet, dann entwickeln die und entwickeln und entwickeln, aber keiner kann es sehen, so keiner kann es benutzen. Ja, also klar, jetzt irgendwie um großartige Spiele zu entwickeln und so, ne, das wird halt irgendwie, deswegen, ja, das wird halt dadurch nicht passieren, weil die Entwickler Brillen gekriegt haben. Aber das wird auf jeden Fall passieren, dass Spielmechaniken halt sich entwickeln. Ja, genau, also die werden. Also die Anfänge jetzt sind so das, wo sie mit rumexperimentieren, das merkt man auch. Jedes Spiel ist irgendwie steuerungsmäßig sehr unterschiedlich. Und muss sich dann halt erstmal ja, das Standard festsetzen, der sich dann durchziehen wird durch die Spiele. Mhm. Und ich muss, also bis jetzt habe ich noch keine optimale Möglichkeit für mich selbst feststellen können. Also ich habe jetzt so drei verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten gespielt, sag ich mal. Halt dieses bei Weeping Doll mit dem Charakter, den du, diesen Geist, den du vorschicken kannst, bei Resident Evil und Here They Lie kannst du dich frei bewegen und auch mit dem Stick dann frei umgucken, was eklig sein kann. Und bei Batman zum Beispiel kannst du dich ja porten. Ja. Was ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht so geil finde. Hm. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass du dich in bestimmten Gradzahlen umdrehen kannst. Dass du dann halt auf den Knopf drückst und dich zum Beispiel 30 Grad umdrehst. Ja. Das widerspricht irgendwie dem Realismus, finde ich. Also da fühle ich mich dann sehr rausgerissen, wenn ich das so spiele. Mhm. Bei Here They Lie, wenn du dich da normal umdrehst mit dem Stick, dann wird das Bild so ein bisschen kleiner. Also du kriegst einen geringeren Bildausschnitt, was das Ganze sehr viel angenehmer macht. Resident Evil zum Beispiel hat das nicht. Zumindest habe ich das noch nicht gefunden, die Einstellung. Und wenn du dich da umdrehst mit dem Stick ganz normal, alter Schwede, das kann dich aber mal schnell auf die Seite hauen, glaube ich. Okay. Also wortwörtlich, dann kriegst du wirklich Gleichgewichtsprobleme. Also mein Cousin hat das gestern gemacht und der so, oh, okay, direkt wieder gelassen, direkt wieder umgestellt. Aber das ist doch, man rechnet ja damit. Ja, aber die Augen, das fühlt sich, also es ist ein ganz seltsames Gefühl, es fühlt sich an, als würden deine Augen mitgezogen werden. Das ist schwierig zu beschreiben, aber wir waren uns gestern einig, das fühlt sich an, als würde einer deine Augen greifen und sie mitziehen. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Okay. Also kann ich nicht empfehlen. Und das ist, weißt du noch, als wir Batman gestartet hatten, habe ich dir gesagt, mach mal die Augen zu, ich muss die Kamera einrichten, ne? Mhm. Und dann hast du sie aufgelassen. Mhm. Und das habe ich ja auch gemerkt, als du gesagt hast, wow. Und mein Cousin meinte ich gestern, mach mal die Augen zu, ich muss mal die Kamera ausrichten. Ich an die Kamera und dann höre ich nur von hinten, wow. Die macht alle immer dasselbe. Warum hört ihr denn nicht? Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da irgendwelche Probleme oder Beschwerden hatte, ehrlich gesagt. Nee, aber man hat, du hast was gesagt. Also ich habe halt gehört, okay, du hast die Augen nicht zugehört. Beschwerden hast du nicht gehabt, nee. Du hast, das hat mich ein bisschen gewundert, aber du hast keine Beschwerden gehabt. Bis auf, dass es unscharf war, sagtest du am Anfang. Aber ja, am Anfang. Ja, aber das lag dann daran, das hat sie herausgestellt, dass sie einfach nicht richtig gesessen hat. Genau, das ist auch immer noch so ein Ding. Die Brille richtig aufsetzen, weiß ich nicht. Mir drückt das Ding immer die Nase zu mit den Gummilippen da. Ja, das ist bei mir ja auch. Die habe ich ja nachher weggedrückt. Genau, ja. Das nervt ein bisschen. Aber es gibt dann auch so Leute, die... Also ich finde das ganz interessant. Chibi hat zum Beispiel gefragt, ob man das Headset irgendwann spürt. Also ob man da einen Druck auf dem Kopf hat. Oder Nackenschmerzen hat oder irgendwie sowas. Weil ich... Also ich finde das Ding jetzt nicht unbedingt schwer. Ich hatte das, also die längste Zeit war bestimmt anderthalb Stunden, die ich das Teil auf hatte. Und also ich hatte da keine Beschwerden irgendwie, was das anging so. Okay. Es wird halt irgendwann anstrengend für die Augen. Das ist aber, ich meine, setz mal 8 Stunden vom Monitor oder so. Ja. Es wird auch irgendwann anstrengend für die Augen. Oder steh, je nachdem. Noch besser, ja. Ich weiß noch irgendwie hier mit Michael Obermeier, der irgendwie so ein Tower-Defense-Spiel gespielt hat. Der war ja klatschnass, das hat er irgendwie mit der Vive gespielt, mhm. Und dann halt irgendwie tatsächlich auch bewegen kannst und so. Ja. Und der war ja klitschnass, der Kerl. Der sagt, das ist so anstrengend. Ja. Also, bei Batman ja am Anfang genauso. Weil du kannst dich ja auch bei der PSVR
ein bisschen bewegen. Also das ist irgendwie 2 Quadratmeter oder was, die du dich dann die Kamera erfassen kann. Und je nachdem, ob das Spiel das unterstützt, kannst du dann halt auch, also bei Batman ist aber, also man braucht dann auch Platz, den ich jetzt hier so nicht habe, leider. Deswegen merkst du immer wieder, ach scheiße, hier ist ja ein Sofa, ach scheiße, da ist ja ein Tisch. Hm. Ja. Ja, aber ich glaube, das kannst du nicht, ja, vielleicht brauchen, weiß ich nicht, aber... Also ich würde die Fanspiel, was ich halt meine, das war halt wirklich, du musstest halt ganz schnell dahin, ganz schnell hierhin. Okay. Und du bist halt irgendwie hin und her gerannt, ne? Aber das, okay, aber das war auch auf der HTC Vive dann, ne? Das war auf der HTC Vive, ja. Ja, okay. Es ist krass, wie irgendwie nur die Leute von Vive und PSVR reden. Und das Ding, dass es eigentlich so gestartet hat wie Oculus Rift, die wird so ein bisschen. Ja. Ja, aber das weiß ich nicht. Das ist irgendwie die Oculus Rift. Also, ich würde die jetzt irgendwie einfach noch vor der Vive sehen, eigentlich. Ernsthaft? Ja, die ist halt noch ein bisschen günstiger. Ja, aber es hat ja einen Grund. Und die hat halt irgendwie sehr viele Exklusivspiele, ne? Ja, das ist allerdings wahr. Ja, aber HTC hat Valve. Ja. Hat Steam. So. Aber du kannst ja die, du kannst ja, das ist ja die eine Plattform. Du kannst ja die Oculus, kannst sie ja auch mit Steam benutzen. Ja. Geht das eigentlich mittlerweile offiziell? Das letzte Mal, als ich das gehört habe, war das ein Crack. Ja, nein, du kannst doch irgendwie ganz offiziell, kannst du da Spiele zumindest kaufen auf der Steam-Plattform. Wenn du, ja, aber genau, aber wird dann deine, wird die Rift dann erkannt und dann heißt es, okay, gut, ist eine Rift, ist okay? Weil ich meine nämlich, dass es so war, dass du dann eine Vive haben musst. Aha. Also, ist aber schon ein bisschen länger her, dass ich da jetzt mich mit befasst hatte. Ich hatte das nur mal gehört, dass es da irgendwie einen Crack gab. Der das umgangen hat und dann hat. Das kann auch andersrum gewesen sein, dass HTC-Brillen mit Oculus-Sachen benutzt wurden oder so. Und dass die dann das umgehen wollten, also dass die das rückgängig machen wollten, dass das halt nicht funktioniert. Nee, das ging um Exklusivtitel. Ja? Ja, es ging halt irgendwie darum, dass du halt irgendwie mit so einem bestimmten Hack konntest du halt Exklusivtitel von der Oculus konntest du halt mit der Vive spielen. Okay. Und da haben sie halt irgendwie was gegen gepatcht. Ja, dieses Edge of Nowhere, das wir letztes Mal, als wir hier was dann gesehen hatten, mit Mats von der Superkreuzburg, die ich sehr empfehlen kann. das ist ja auch Oculus Rift exklusiv. Ja. Leider. Ja, das ist halt, ne? Ich finde auch diese Exklusivitätssachen, die verzerren den Markt und letztendlich schaden die ihm, weil er sich einfach nicht die bessere Sache durchsetzen kann. Ja. Sondern die halt die. Das ist halt das Geld, was nachher bestimmt, was dann halt durchsetzt, weißt du? Und das finde ich halt schade. Also ich finde das jetzt gerade bei den VR-Brillen extrem nervig. Mit den Exklusivsachen. Weil eigentlich dadurch, wenn du allen Plattformen das zur Verfügung stellen würdest, könnte sich das viel besser verbreiten. Wie du schon sagst, dann würde das bessere Produkt sich durchsetzen und nicht das mit den besseren Spielen. Genau, nicht dass man den besseren spielen, das ja und es ist halt irgendwie so auch so eine Sache mit dem ja mit den Plattformen auch, ne? Also zum Beispiel würde jetzt irgendwie die Morpheus, dann würde man die auf dem PC benutzen können. Das wäre großartig. Kann man aber, ja. Was? Kann man. Also es geht irgendwie. Es gibt, die sind da gerade am rumprogrammieren, das funktioniert irgendwie. Ja, aber das sind ja Hacks. Ja, genau. Das ist nichts Offizielles. Die machen die halt einen Patch und dann geht's wieder nicht. Wahrscheinlich nicht, ja. Und es ist halt irgendwie, ja, aber das würde halt, das würde dem VR insgesamt einfach helfen. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass die Oculus auch hier, dass die halt subventioniert ist. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man zu dem Preis einfach die so rausschmeißen kann halt. Und das ist halt auch der Weg, den Sony halt geht. So machen die es ja auch mit ihren Konsolen. Und das ist doch da, das ist ja, kann ich dir, die zahlen ja drauf. Jedes Mal, wenn die halt irgendwie eine Konsole verkaufen,
dann geben die ja praktisch noch Geld. So. Die Hardware ist ja durchaus mehr wert als der Preis, das hergibt, ne? Ja. Und so machen die das wahrscheinlich auch mit der Oculus Rift. Mit der Morpheus. Jetzt habe ich es jetzt irgendwie vorher schon versprochen. Mit der Morpheus meine ich. Ja, weiß ich nicht. Das Ding kostet 400 Euro. Was ist daran jetzt so 400 Euro teuer? Die Technik, die da drin ist, ist halt den anderen beiden unterlegen. Ja, aber immerhin. Also, ich meine, das sind ja zwei Monitore drin, die halt irgendwie eine gute Auflösung haben müssen. Aber die haben ja nicht mal beide Full HD. Die haben ja irgendwie so eine 900 mal. Was war denn das? Ja, ganz seltsame Auflösung. Das ist der Unterschied, was halt Full HD dann kostet. Ich weiß nicht, ob die. Also, ich glaube nicht, dass zum Beispiel bei der Vive, dass das die Bewegungssensoren sind, die den Scheiß so teuer machen. Glaubst du nicht? Glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, das Gesamtpaket kostet ja am Ende so viel, ne? Mit den beiden Controllern dabei. Die Boxen sind auf jeden Fall immer dabei, diese Laserboxen und so. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Schön. Ja. Es ist der Anfang und ich hoffe einfach nur, dass das jetzt nicht einfach so absterben wird, sondern dass der Markt reagiert und da so ein bisschen dem Ganzen Zeit gibt, dass dann auch was sich daraus entwickeln kann. Weil das Potenzial, das wir jetzt damit haben, ist schon sehr groß. Also ich würde es niemandem empfehlen, sich so ein Ding jetzt zu holen, einfach nur, weil er dann erwartet, großartige Spielerfahrungen damit zu haben, weil die gibt es im Moment einfach viel zu wenig. Ja. Obwohl ich immer noch davon träume, immer wieder stoße ich auf diesen Gedanken. Und ausgerechnet du könntest jetzt irgendwie da wieder vorpreschend. Das ist so eine Schweinerei. Und zwar geht es um Elite Dangerous. Ja, ich würde so gerne in VR spielen. Und das kommt jetzt auf die PlayStation raus. Echt? Ja. In VR oder was? Also wenn die das nicht machen, das in VR rauszubringen, dann weiß ich auch nicht. Ja, dann musst du dir halt einen Kumpel suchen, der so eine PlayStation VR hat und dann wird das da eventuell immer gezeigt. Dann hau ich ihm eine Latte über den Schädel und dann nehme ich die einfach mit, da hast du recht. Ja. Ah, ich freue mich auf das, was da kommt. Ja. Wie gesagt, das Potenzial ist da. So richtige Spiele, es gibt ja schon so, also weiß ich nicht, ob das ein richtiges Spiel ist, aber Robinson's Journey, da warte ich ja, ich brauche einfach Geld, dann hole ich mir das endlich. Das Dino-Spiel, das hast du noch nicht? Nein, ich habe keine Kohle. Apropos Kohle, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit und ich muss auf den Pott und ich muss auch los. Ich habe schon Anrufe hier gekriegt, die ich gerade weggedrückt habe. Ja, dann sage ich, das war's für dieses Jahr. Seltsamerweise wird diese Folge wahrscheinlich im neuen Jahr reinkommen. Dann heißt es nämlich, wie sagt man nochmal? Schönes Neues. Ja, schönes Neues, genau. Also in diesem Jahr kommen dann keine Folgen mehr raus. Wir sehen uns dann 2018 wieder. Genau, so ungefähr. Zeitkontinuum und so. Bedanke mich für ein wunderschönes 2016. Das ist gelogen, das war scheiße. Aber es hat trotzdem mit euch hat's Spaß gemacht. So, jetzt kotze ich gleich eine Runde und dann geht's auch wieder besser. Aber ich bin jetzt gleich auch direkt weg. Also deswegen, danke Digi, danke Twitch. Ja, ich danke dir auch. Es war mir wieder ein persönliches Kaktuspflücken. Nein, das klingt jetzt irgendwie falsch. Kaktussen. Nee, es war es. Es war mir ein Strauß Kaktussen wert. Sehr schön. Hat viel Spaß gemacht, wie immer. Ich muss hier weg. Entschuldigung. Danke für die anregende Unterhaltung und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ja. Tschüss. Tschüss.